Nein, Alter, das kannst du vergessen, Herst. Na, geh scheißen. Bist du deppert, Herst? Das machen wir nicht. Nein, ich will mein Geld zurück. Ich will mein Geld wieder haben. Na, sicherlich. Geh scheißen, Alter. Depp. Ah, servus. War ein geschäftliches Gespräch, Herst. Was haben wir denn jetzt, Deppi? Ah, Monatsrückblick. September 2020. Und Action. I came from the mud. Die Spuren sind noch ganz frisch, Herst. Da haben sie noch gestanden vor ein paar Tagen. Die Busfahrer, da kommt einer, schau das an. Und die Busfahrer, die haben sich gesagt, Alter, wir streiken genau zum Schulanfang, nach den Sommerferien. Und die geschissenen SUV-Eltern hatten ihre Bestätigung, verstehst? Dass sie mit ihren riesen Karren direkt vor die Schule fahren können, weil der Bus nicht gefahren ist. Alter, bist du deppert, Herst. Diese Helikopter-Eltern, das ist doch der Wahnsinn. Die bringen ja mittlerweile ihre Kinder fast ins Klassenzimmer hinein. Das ist ja brutal, Herst. Das ist Kindesmisshandlung. So sehe ich das. Ich fand ja, dieser Streik, der war noch viel mehr. Das war eine riesige Aussage. Und zwar hat mich das ein bisschen erinnert mit diesen brennenden Tonnen, als sie da so drum standen und ihren gelben Westen. Das war so ein bisschen New York, Brooklyn, Bronx-Feeling, wo sich quasi die Gangster-Rapper gegenseitig die Birne wegschießen. Sowas war das. Sowas wie Krieg, verstehst? Nur halt in Coburg. Apropos Krieg, also irgendwie erinnert mich das ganz stark an diesen Herrn Hartan, also der ja bei den Schützen einmal war oder immer noch ist, ich weiß es nicht so genau. Und der ist ja quasi so eine Art Bürgermeister, ich weiß jetzt auch nicht, also Oberbürgermeister ist er nicht, das liegt wahrscheinlich auch an der Größe. Ja? Der Dominik ist ja der Oberbürgermeister, weil er so groß ist, und der Hartan ist halt so ein anderer Bürgermeister, weil er halt ein bisschen kleiner ist, gell? Der Triple H halt. Und der hat im Stadtrat irgendwas versäumt. Der ist irgendwie im Wahn aufgestanden, rumgegangen und hat eine Abstimmung nicht gemacht. Und da ging es anscheinend um Moria. Ja, und da hat er wahrscheinlich gedacht, Moria ist das Herr der Ringe. Und da hat er vielleicht Angst gehabt vor den Orks, dass die hier nach Coburg kommen. Und die wollte er natürlich nicht, die Orks. Aber nein, Alter, es geht um Flüchtlinge. Und es geht nur darum, ob die halt nach Deutschland und wie viel und so weiter. Und dass Coburg halt sagt, hey, hello, wir sind dabei und so weiter. Und da hat der Triple H einfach vergessen abzustimmen. Was ist denn los, Hansi? Hm? Also, vielleicht sollst du mal den Platz wechseln, oder? Vielleicht, dass du ein bisschen besser mehr siehst oder mehr hörst oder was. Ich weiß es nicht. Verstehst du das nicht? Ich will mein Geld zurück, Herst. Na, sag einmal, bist du deppert oder was? Was ist los? Ah, ich muss filmen, Herst. Ja, leg mich nicht auf. Geh scheißen, Alter. Servus. Meine Güte, Herst. Also, Leute, wo war man stehen geblieben? Ah ja, ich bin auf der Suche nach einer Location für Atommüll, Herst. Die Bundesrepublik Deutschland, wäre das was? Na, ist ja schon alles voll, Herst. Und außerdem darf man den Atommüll ja sowieso nicht mehr in Restmüll packen. Habe ich früher mal gemacht, aber naja, wurscht. Die Bundesrepublik Deutschland, die sucht eine Location, wo man einen Atommüll hinpacken kann. Und jetzt habe ich was rausgefunden. Das schwarz-gelbe Schüttel vom Atommüll, das ist ja quasi, das sind die Farben vom Handballsportclub Coburg. Und die haben ja jetzt eh in ihrer Arena so ein Testzentrum eingebaut. Und da sind die ja eh schon alle kaputt von dem Corona und so weiter. Und wenn sie dann da noch den Atommüll dazu packen, das macht doch keinen Unterschied, oder? Das wäre zumindest eine Überlegung. Oder man geht da rein. Naja, da wird es ja genau passen, oder? Ist ja eh schon ein bisschen verstreut in dem Laden. Ich habe eigentlich gedacht, der hat zugemacht. Ich war da auch schon mal ein, zwei Mal drin, hat mir so einen Film ausgeliehen über so Heimatgeschichten und so weiter. Aber ich denke eh, das wurscht ist, ob da jetzt Vibratoren eingelagert sind oder atomare Brennstäbe. Ich denke, das macht keinen Unterschied, oder? Okay, Anke, was ist denn schon wieder? Du bist ja schon wieder zu spät, Herst. Das gibt's doch nicht. Außerdem habe ich gedacht, der Laden hat zu. Hat der noch auf, Herst? Da muss ich trotzdem mal reinschauen. Also, servus.